Für Fans von Silvesterfeuerwerk war es ein echtes Erlebnis. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag konnten sie schon Böller und Raketen kaufen. Im Pyro-Team-Store in Grevenbruch in Nordrhein-Westfalen war das ab Mitternacht möglich. Beim Silvesterfeuerwerk-Lagerverkauf gab es ein breites Angebot, sehr zur Freude der nächtlichen Kunden. Das ist für mich eine Tradition, das gehört für mich in gewisser Form zum Jahresübergang dazu, wie der Weihnachtsbaum zu Weihnachten und die Ostereier zu Ostern. Ja, man ist immer aufgeregt und deswegen will man die ganz schnell haben, damit man das halt zu Hause liegen hat, damit man vorbereitet ist auf Silvester. Wir sind natürlich riesige Feuerwerksfans erstens und wir wollen natürlich das Beste kriegen, deswegen sind wir so früh hier. Der Trend beim Feuerwerk, so sagen sie hier im Pyro-Team-Store, geht in diesem Jahr weiter in Richtung Feuerwerksbatterien und Systemfeuerwerke. Die könnten die Leute anzünden und dann 2 bis 5 Minuten dabei zusehen, wie die Raketen in den Himmel steigen. Auf dem Werksgelände in Grevenbruch wurde schon einmal gezeigt, wie das aussieht. Trotz Kritik von Umweltverbänden und lokalen Böllerverboten in vielen Städten, die Pyrotechnikbranche erwartet in diesem Jahr einen Rekordumsatz.